das Kriegsverdienstkreuz. Diese Auszeichnung sollte sich in seinen verschiedenen Stufen als die vielseitigste deutsche Auszeichnung erweisen. Das hier gezeigte Kreuz der ersten Klasse wurde verliehen für Verdienste, die nicht in unmittelbarer Frontnähe erbracht wurden. Leider wurde dieser Orden nach 1945 entnazifiziert, um ihn wieder öffentlich tragen zu können. Auf der breiten Nadel, die zur Befestigung an der linken Brustseite des Berlinen diente, war die Nummer des Herstellers eingestanzt. Es wurden ca. 500.000 Stück verliehen.